Mit der 49.000 Edition bietet Games Workshop ein neues Grundset an. Dark Imperium. Da bekommt man alles, was man für den Einstieg braucht. Zwei Armeen, Armeebücher für die jeweiligen, also kleine Hefte, aber da steht alles Wichtige drin. Ne? Ein großes Regelbuch, Hardcover, aller Fluff, alle Regeln. Also man bekommt das gesamte Paket mit Dark Imperium. Man hat Würfel drin, man hat Maßstäbe drin, Figuren, die auch gut aussehen, aber später. Aber der Grundeinstieg dafür ist eigentlich sehr praktisch. Ja, aber die Figuren sind kein Snapfit mehr. Das bedeutet, ich muss jetzt aufwendige Arbeit hineinstecken. Es geht nicht mehr so schnell von der Hand. Ich muss immer das dicke Regelwerk mit mir rumschleppen. Ich habe also keine Gamers-Edition mehr oder wie man das auch bei anderen Herstellern nennt. Dann ist es erheblich teurer geworden. Es kostet jetzt 125 Euro und der Maßstab ist geschrumpft und eigentlich auch nicht mehr so hochwertig wie früher gearbeitet. Die neuen Figuren passen gar nicht mehr in das Sortiment, was Games Workshop bis jetzt hatte. Sie sind viel größer und damit habe ich kein einheitliches Sortiment mehr von meiner Armee. Auch haben sie mehr Details, was mir als Maler mehr Arbeit macht. Ich muss alles neu kaufen, weil ich möchte ja nicht mit dem alten Scheiß leben, die viel zu klein sind und in sich viel gedrungen sind. Das passt nicht mehr. Die Figuren sind mittlerweile so groß geworden, dass sie gar nicht mehr in standardisierte Einlagen passen. Also die Koffer und Taschen, die ich mir über Jahre gekauft habe, kann ich nehmen und meine alten Puppen einlagern, denn die neuen passen damit nicht rein. Da hat Games Workshop ein ernstzunehmendes Problem, denn sie müssen erstmal eine Transportoption schaffen. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass die neuen Modelle teurer werden, und zwar wie bei Age of Sigmar. Das bedeutet, wir haben dort einen ordentlichen Aufschlag, sonst werde ich vermutlich für 6 Sprungmarines um die 60 Euro zahlen müssen. Auch die Fahrzeuge, die mir entsprechend größer geworden sind, kosten natürlich dementsprechend mehr. Und die Bitte, die ich mir über Jahre aufgehoben habe, die kriege ich nicht an die neuen Puppen ran. Kann ich also wegschmeißen. Dafür sind die Marines jetzt in der Größe, wie man sie sich immer vorgestellt hat. Also man hat nicht mehr den kleinen Knubbel-Marine, der neben den imperialen Soldaten quasi auf einer Augenhöhe ist. Nein, jetzt hast du den imposanten Ritter, der quasi alle Hoffnung von dir bewahrt oder alle Hoffnung vernichtet, wenn er auf der anderen Seite steht. Der Charakter der einzelnen Modelle ist auch nicht von der Hand zu weisen. Sie haben Details, die ihnen entsprechend auch zupassen. Die normalen Primaris sind nicht mehr so zugekleistert mit Ordens- und Reinheitssiegeln wie die alten. Also sie kommen gut rüber wie ein Krieger in einer Superkampfrüstung. Währenddessen die Nörgeljungs, die den ganzen Quatsch ja schon vielleicht 10.000 Jahre machen, aus zusammengearbeiteten Material, Kettenhemden hier, hier mal ein zusammengeklebter Bolter, durchaus auch mit quasi rustikalen Charme zu überzeugen wissen. Des Weiteren ist auch der Zusammenbau nicht mehr Snapfit, aber trotzdem ein guter, einfacher Bau. Du hast ungefähr 3-4 Teile und abgesehen vielleicht von der großen Nörgeldrohne, wo er zumindest als Fahrzeug da drin ist, ist der Zusammenbau recht schnell und auch gut erklärt, wie man ihn auch als Einsteiger hinbekommt. Der Vorteil: Sie gehen neu in das Spiel rein. Man hat kurze, einfache Regeln. Ein 8-seitiges Booklet erklärt dir die gesamten Grundregeln, die man braucht. Zusätzlich gibt es neue Armeebände und alle alten Modelle, die man jetzt schon hat, haben neue Regeln bekommen. Man hat sich auch quasi direkt um das Balancing-Problem, wollte man sich kümmern, und hat quasi direkt einen Neustart gemacht, wie man es damals bei Warhammer mit kriegerischen Horden gemacht hat. Hat man jetzt, sie haben einen Schluss durchgemacht, alles neu rausgebracht, neue Punkte berechnet. Man kann also davon ausgehen, dass sie sich einen Kopf gemacht haben, wie alles aufeinander aufbauend funktioniert. Durch die Einfachheit der Regeln bekomme ich allerdings auch einen gewissen Grad an Abstraktheit in die ganze Sache hinein. So sind zum Beispiel Fahrzeuge mittlerweile so abstrakt, dass man sie im Grunde genommen gar nicht mehr als Fahrzeug erkennen kann. Wie Fahrzeuge, die in Nahkampf gehen oder auf Gegner schießen, die de facto gar nicht von dieser Waffe getroffen werden können. Auch die alten Kodexbücher, die ich hatte, kann ich im Grunde genommen nehmen und ein hübsches Lagerfeuer voll machen. Denn bis auf den Fluff, der ja auch nicht mehr geht, habe ich davon nichts mehr. Im Grunde genommen ist alles das, was wir früher hatten, nichts mehr wert. Es ist eine abgeschlossene Geschichte, die sich
nicht mehr verändern. Das bedeutet, ich habe davon nichts mehr. Es ist dasselbe gemacht worden wie bei Age of Sigmar. Es ist ein Neustart gemacht worden und Freunde des alten Universums sind im Grunde genommen zurückgelassen worden. Und es bezieht sich immer noch mehr auf Marines. Die kleineren, älteren Randvölker spielen im Grunde genommen keine Rolle mehr. Damit bieten sie allerdings mit dem neuen Staat auch Ideen für Neues. Sie lutschen nicht mehr das Alte durch, wie sie zum x-ten Mal zum Beispiel den 13. Kreuzzug vielleicht wieder aus der Tasche kramen. Diesmal bieten sie sich eine eigene Plattform, um das Universum zu entwickeln. Sie gehen nach dem Gathering Storm jetzt rein, bringen mit den Primaris einen quasi neuen Protagonisten in die ganze Sache rein und bauen mit dem Chaos einen Großantagonisten auf. Das ist richtig, wie das mit den anderen Nebenvölkern sich weiterentwickelt. Vielleicht haben sie ja schon was in der Hinterhand, um daraus eine spannende Geschichte zu entwickeln. Sie haben sich allerdings auch direkt dafür Arbeit gemacht, neue Bilder zu entwickeln. Wo sie bei den alten Kodizes öfters mal das gleiche Artwork wieder und wieder gebracht haben, haben sie jetzt neu entwickelt. Sie bringen quasi ein frisches Universum wieder rein. Und sie haben das Ganze bei ihrer Präsentation auch gut verpackt. Es wurde leise angeteasert und dann quasi so über 1-2 Monate schön aufgebaut mit hier kommt das, hier kommt ein bisschen Grollen, wenn es ums Death Guard ging, hier kam ein bisschen Glorie, wenn es um Primaris ging und haben sie einem so schön langsam dahingetrieben, um ihn drückten, wenn es dann rauskommt, hier habt ihr es, ihr seht es euch an, es ist schön. Im Grunde genommen war jeden Tag Werbung. Über Wochen hat Games Workshop uns mit Werbung für das neue 40.000 bombardiert. Wer es davon kein Fan war, wurde selbst überhäuft damit, obwohl er daran kein Interesse hatte, weil anscheinend die gesamte Tabletop-Welt verrückt danach geworden ist. Das gute alte Dark Age Gothic ist verschwunden. Es gibt kein Gothic-Universum mehr. Es ist alles bunt und comicartig geworden. Der Stil von 40.000 hat sich vollkommen geändert. Das neue 40.000 ist eigentlich nur noch was für junge Kiddies. Die alten Hasen, die das bereits seit 20, 25 Jahren betreiben, die interessiert es nicht mehr. Es ist viel zu comic-lastig geworden. Viel zu überdreht die ganze Storyline. Auch haben sie ihren eigenen erschaffenen Weltraum verraten. Nur um neue Märkte zu erschließen. Der Vorteil ist allerdings auch, du musst bedenken, die jüngere Generation ist für den Tabletop allgemein die Zukunft. Was hilft es, den alten Hasen nur zu bedienen und für die Jüngeren nichts Äquivalentes zu machen? So machen sie quasi ein frisches Universum, ja, ein bisschen comichaft, aber darauf steht öfters auch die Jugend und damit findet sie ein gutes Thema rein in das ganze Tabletop. Wo sie der Weg später hinführt, ist ja vielleicht ein anderer Markt, aber erstmal in den Tabletop reinzufinden, macht das GW gut. Bunte Bilder, große Explosion, hier hast du edle Krieger, da hast du solchen zerfetzte Halbzombies, Zombies passen ja immer, und damit kommen sie halt gut rüber. Auch das neue 40.000 ist ein ganz eigener Stil, wo man früher immer hier noch ein paar Referenzen da und Referenzen hier, ist es jetzt einfach, 40.000 steht für eine eigene Marke und ein eigenes Erscheinungsbild. Das kann man zum Beispiel nicht mehr vergleichen mit anderen Sci-Fi-Universen, wo zum Beispiel auch Space Marines rumrennen. Der Space Marine von heute sieht im Gegensatz zu anderen Universen gänzlich anders aus und hat sein gänzlich eigenes Erscheinungsprinzip. Wie man sagen kann, Games Workshop hat damit auch der Tabletop-Markt gezeigt, dass man ein Spiel auch mit einfachen Regeln rausbringen kann. Also kein großes, hochkompliziertes Regelbuch mehr, sondern mit einzelnen 4 bis 8 Seiten kann reichen, um ein Spiel den Charme zu bringen, wie man Stunden sich an einen Tisch fesseln kann, um das Spiel mit und gegeneinander zu spielen. Auch ihre Figuren sind in dem Marshall etwas größer geworden, was vor allem auch dem Neuansteiger hilft beim Bemalen der Modelle, dass man besser sieht, wo ist was, um da quasi das Auge näher zu führen und dem Einsteiger einen besseren Reinkommen ins Malen zu geben. Durch die veränderte Größe wird es definitiv Veränderungen im Geländemarkt geben. Denn im Grunde genommen passt keins der gängigen Geländesysteme, die wir auf dem Markt haben. Die sind für 28 mm Püppchen vorgesehen. Die müssen also alle umswitchen.
Games Workshop hat das zwar jetzt schon mal im Vornherein getan, die anderen sind natürlich im Hintertreffen geraten. Der restliche Drittherstellermarkt, sprich die, die Waffen, Bitze, Schulterköpfe in der Richtung alles hergestellt haben, müssen ihr gesamtes Sortiment nehmen und überarbeiten, weil im Grunde genommen passen die gar nicht mehr zu dem aktuellen 40.000 Sortiment. Das war unser Tabletop-Tacheles-Talk-Spezial zum Thema Warhammer 40.000. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben versucht, alle Pro- und Kontra-Argumente gegeneinander vorzutragen. Vielleicht habt ihr euch wiedererkannt. Dann schreibt das unten in die Kommentare. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr Pro oder gegen 40.000 seid. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Läutet die Glocke. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dato. Macht's gut.